Nirgendwo auf der Welt ist der Strom so teuer wie in Deutschland. Verglichen mit dem Strompreis weltweit sind die Kosten in Deutschland dreimal höher als im internationalen Vergleich. Der Preis für die Strombeschaffung und Stromversorgung war in Europa bis 2022 stabil und ist dann mit der Energiekrise und dem russischen Angriff auf die Ukraine stark gestiegen. Doch der Verbrauchspreis erzählt nicht die komplette Geschichte. So kostet der Strom im Libanon im April 2023 mit 2 US-Dollar-Cent pro Kilowattstunde zwar am wenigsten auf der Welt, dieser US-Dollar-Preis erklärt sich aber aufgrund der hohen, wütenden Hyperinflation im Land. Die Bevölkerung profitiert also nicht von den auf den ersten Blick günstig wirkenden Stromkosten. Und Kaufkraft bereinigt, also wenn man berücksichtigt, dass wir Deutschen ja relativ reich sind im internationalen Vergleich, liegt der Strompreis in Deutschland im weltweiten Vergleich nur auf Platz 15.